meine Damen und Herren. Willkommen zum heutigen CSGO Overwatch auf Office. Und nie Office gehabt im Overwatch, glaube ich. Noch nie. Ach Gott. Es gab doch jetzt... Gab es eine Mission? Nee. Diese Woche gab es keine Office-Mission, glaube ich. Was ist denn da los? Aber er spielt in der Office und scheint zu hacken? Was? Ich hab echt noch nie Office gehabt. Ja, das Schild. Was hat er denn da vor? Ich meine, wenn man Office oft spielt, sind es natürlich auch Spots. Dieser Spot eben und auch der andere Spot, an denen die Leute hocken. Und vielleicht kann man da durch die Wand schießen, das weiß ich nicht. Ob die bangable ist und ne, er ballert. Okay, die Hops sind aber sehr, sehr merkwürdig, mein Freund. Hat er ihn nicht gesehen, wie er hochgesprungen ist? Oh, was geht denn in der Lobby ab? Er scheint ja doch ziemlich gut zu wissen, wo sich die Gegner ungefähr aufhalten. Wir schauen mal kurz nach den Pings, aber ich dachte kurz, der eine leckt. Aber das war das übliche Rumgezuckel, wenn man an einem dran läuft oder mitläuft. Also, er hat eine gute Vorahnung. Vorahnung. Uff. Aber die Gegner sind ja richtig am Schwitzen. Die kommen überhaupt nicht ran. Wir haben die drei Runden geholt. Die haben no chance. Ich hätte eben ein anderes Overwatch geladen, das konnte ich aber nicht verwenden, weil da mal wieder ein Spinbotter dabei war. Big Oof. Und jetzt endlich wieder was Gescheites und dann noch auf... komm schon, gib ihm durch die Smoke. Nein, macht er nicht. Also die Hops, halt mir mal fest, sind am Start. Das würde ich sagen. Und auch das Wissen über die Position der Feinde ist irgendwie stark da. Aber so richtig ausgenutzt, dass man sagen könnte, oh, da hat er den aber ganz schön weggeprefired oder so. Gut, von der Mitte ist er jetzt halt weggedackelt. Man hört ihn aber auch scopen, also an der Stelle erwähnt. Aber, na gut, man hört ihn voll rennen. Also das hätte ich jetzt auch gewusst, dass der von da kommt. Man hat ihn sehr, sehr laut gehört. Guckt die AWPs voll da rein. Und er will jetzt von vorne ran. Ist das sein Ernst? Also ich kann nicht davon ausgehen, dass er wirklich durch die Wand gelotzt. Man kann ja so viel hören. Aber es ist natürlich schon. Gottes Willen. Auf komm, fress den schon. Er hat ihn noch abbekommen. Ja. Ich check das ja noch die Geisel. Ich glaube, ich habe noch nie die Geisel-Map als Overwatch gehabt. Noch nie. Es ist immer nur. Oder hatten wir mal Agency? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist das erste Mal, dass wir überhaupt irgendwas außerhalb vom Matchmaking am Start haben. Oh, hat er hart verschisselt. Obwohl ich in letzter Zeit auch ziemlich oft die Unscopes verkack mit der AWP. Auf komm, hüpf los, dass du schon da bist. Es scheint schon so ein bisschen, ne, wie er so den Schwung holt und so rumzappelt und sowas. Das geht dann schon erstmal in so eine reale Richtung. Aber vorhin dieser eine Hop war einfach zu lang, oder? Also durch die Wand könnte er sicherlich durchballern. Durch diese eine da, oder? Durch die dünne kann man bestimmt mit AWP durch. Er hätte ihn also killen können. Ach übrigens, heute ist doch Sonntag. Leute, frohen ersten Advent. Heute sieht es ziemlich aus. Schwer, oder? Habt ihr alles am Start? Bitte so einen Kranz. Meine Freundin ist ja Erzieherin und die machen im Kindergarten selbst Kränze und hat sie einen mitgebracht. Was war denn das für ein Versuch? Also sind das wirklich Pre-Fire-Spots gewesen, an denen er vorhin so krass oder dreist hingeschmissen? Nein, nicht drei. Er hat durch den Mate hat er den Gegner gekillt. Das war sicherlich kein das war sicherlich nur ein Versehen. Der ist ihm voll reingerannt, ne? Der Kollege. Also dieses Gehopse, diese ganzen Versuche auch immer wieder anzuhopsen. Weiß auch nicht. Was ich davon halten soll. Sie fressen auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und es ist nicht so, dass er irgendwie durch Smokes oder durch Wände so richtig drauf hittet. Ja? Also wenn wir mal jetzt von einem Vision Assist ausgehen, nutzt er die natürlich zur Ortung, um zu wissen, von wo gleich einer kommt. Wobei er auch noch keine Ecke so richtig abgeaimt hat. Ja? Dass man sagen könnte, oh, also so wie es jetzt hier halt der Fall ist. Wobei das auch aufgrund der Splitter eben von der, ne, vom Glas, könnte man auch sagen, naja, er hat halt auch die Splitter gehört. Schreibt gerne die Kommentare, was ihr ihm drücken würdet. Ich werde ihm jetzt was Schönes drücken.
Oder auch nicht. Mal gucken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bin gespannt, was ihr jetzt hierzu sagt, weil das war auch wieder so eine Sache, die... da kommt ein Verdacht, der hebt sich dann auch wieder ein bisschen auf. Dann hoppelt er rum. Man denkt sich, ja, wenn er hoppelt, dann macht er vielleicht auch anderes. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Geh nochmal von so einem Office Pro aus. Also die Gegner schienen ja wirklich gut gewesen zu sein auf Office. Dann könnten möglicherweise diverse Dinge ja auch tatsächlich einfach Wissen sein, ne? Wissen der Map, wenn er die ständig spielt. Kann sein. Haut's raus, wir hören uns dann beim nächsten Video. Wir sind übrigens heute auf 10.300 Subs gestiegen, gerade heute Nacht. Vielen Dank dafür. Edel von euch. Haut da rein und bis dann. Ciao, ciao.